Mein schönstes Tor war vor 2, 3 Jahren beim Spiel in der Verbandsliga. Ich stand rechts vom Tor und der Ball kam von der linken Seite und ich habe ihn Volley genommen und normalerweise funktioniert so ein Schuss nie. Aber ich habe ihn richtig getroffen und er ging richtig scharf und präzise geschossen dann ins Tor und war dann das entscheidende Tor für dieses Spiel. Ich habe mich umgedreht und habe geschrien wie verrückt. Ich glaube, meine Mannschaftskollegen waren fast schon ein bisschen irritiert, warum ich mich so gefreut habe. Aber es war einfach schön. Ich bin allgemein am Thema Mobilität interessiert. Ich bin kein Autonah, aber Autos faszinieren mich. Ich muss deswegen aber nicht die besten Autos und die teuersten und die ältesten Autos besitzen. Wir haben 3 Forschungsschwerpunkte bei uns hier im Fachgebiet und das ist autonomes Fahren, Fahrzeugsicherheit und Elektromobilität. Also wir entwickeln Funktionen fürs autonome Fahren und wir schauen uns insbesondere auch Aspekte zur Fahrzeugsicherheit an. Also wie kann autonomes Fahren zur Erhöhung der Fahrzeugsicherheit beitragen? Wir haben letztes Jahr 3.200 Verkehrstote hier in Deutschland. Diese Zahl bleibt mehr oder weniger konstant schon seit einigen Jahren. Und die Hoffnung ist, dass wir durch so etwas wie automatisiertes Fahren endlich wieder in der Lage sind, diese Zahlen weiter deutlicher reduzieren zu können. Mein Name ist Steffen Müller und ich bin Einstein-Professor für das Fachgebiet Kraftfahrzeuge.